So, meine lieben Freunde, hier sind wir wieder bei einem neuen Video zu Dragon Ball Xenoverse 2. Ja, wir hatten beim letzten Mal 6 Charaktere der neuen Modliste, die ich jetzt habe, und zwar diese ganzen hier. Ja, da war schon der Vegetto und sowie der Evil Goku Super Saiyan 7 waren schon recht nice. Auch der Ultra Instinct, den konnte man gut ansehen. Wie gesagt, wenn ihr das Video nicht verpassen wollt, guckt auf das letzte Video. So, heute gucken wir mal. Wir haben hier auf jeden Fall Android 18 aus GT, wir haben Future Trunks, wir haben Gogeta. Da können wir auf jeden Fall auch noch eine lange Liste machen. Dann haben wir 3 Charaktere mit den besten Transformationen, meiner Meinung nach. Die sehen wir uns auf jeden Fall auch noch in diesem Video an. Den Goku machen wir auf jeden Fall einzeln, weil der ist so krass. Glaubt es mir. Genau. Ich würde sagen, dann machen wir heute 7 Charaktere, oder? Alles, was ich hab, ja, 2, 4, 6 machen wir auf jeden Fall. 8 könnten wir nehmen. Gut, dann machen wir bis hierhin. Ja, der große Priester ist ein bisschen OP, ein bisschen. Ich würde sagen, wir fangen mit dem großen Priester an und C18. Wie gesagt, wir wollen die Liste hier durchhaben und wie gesagt, ich nehme halt diese Liste so, dass da, wie gesagt, nicht, dass da auch Charaktere dabei sind, die nicht so OP sind. So wie C18 zum Beispiel, aber die ist, wie gesagt, auch ganz gut gemacht vom Outfit her, die ist das jenes. Und ja, der große Priester ist natürlich ein bisschen OP, das könnt ihr mir jetzt schon glauben, aber egal. Und der Ultra Instinct auch mega nice. So, wir werden auf jeden Fall mal das Leben auf unbegrenzt machen, weil, ja. Ich zeig euch mal, der zieht ein bisschen Feder, Junge. Ja, erstmal mal eben so C18 gekillt, obwohl unbegrenzt Leben an ist. Schon wieder tot. Ui, und wir sind ein bisschen schnell. So, wir haben als erstes den Hydra Beam. Ja, wir müssen da jetzt halt wieder, wie gesagt, durch, dass die immer wieder stirbt. Dann den Sudden Death Storm. Oh, sie ist noch nicht gestorben. Wow. Okay, sie ist wieder tot. Scheiße. Den enthüllenden Angriff. Und sie ist wieder tot. Ah, mit C18. Und sie ist wieder tot. Oh Mann. Oh. Das sieht cool aus. Und Hakai. Ja. C18 ist weg. Und da ist sie wieder. So, jetzt gucken wir mal bei C18, was sie so drauf hat. Ich muss sagen, sie sieht ja schon ganz nice aus, ne? Vom Outfit her ist es, ja. Da habe ich mir schon gedacht, dass die halt den nicht angreifen kann. Kien-san! Aber wir ziehen ja auch so gut wie nichts, ne? Ihn gar nichts. Naja gut, lass uns die nächsten 2 Charaktere nehmen. Die große Priester wollte ich, wie gesagt, zeigen als erstes, denn wie gesagt, der ist ein bisschen zu OP. Aber wir haben jetzt hier noch gleich noch den einen oder anderen geilen Charakter dabei, das noch das ein oder andere Mal ein bisschen dauern könnte. So, wir haben Trunks in Rage. Dann... Ja, lass uns erstmal den Trunks nehmen. Dann wird es gleich ein bisschen länger dauern mit dem Gogeta. Weil der hat, wie gesagt, mit jeder Transformation einzelne Skill, einzelne Attacken, einzelne Skills. Deswegen habe ich eigentlich schon gedacht, ich nehme das einzelne Charakter, aber pappelapapp. Aber der Goku, sowie der Gohan, sowie der GT Goku und der andere Super Saiyan Goku, die haben halt wirklich Skills. Oh, die sind schon recht cool, also Verwandlungsskills zumindest, ne? Die sind recht nice.
Und wie gesagt, im nächsten Part kommt der Son Goku, der übel nice ist. Ich habe schon ein bisschen was getestet. Und ja. So, wir haben jetzt die Trunks. In auch einer mega geilen Verwandlung. Aber wir haben, wieso haben wir keine Aura, was soll das? Aber es sieht doch schon cool aus, oder? Und normalerweise sollten wir eine Aura haben, ne? Aber keine Ahnung, warum es jetzt nicht klappt. Aber ist ja auch egal. Aber wir haben die Angriffe wieder ganz normal, wie auch, aber eigentlich die Rage-Form. Warum aber die Aura jetzt nicht da ist, das kann ich euch nicht sagen. So, jetzt kommen wir zu Gogeta. Das wird jetzt halt, wie gesagt, ein bisschen kompliziert. Wie gesagt, hier haben wir diese ganz normale Angriff. So, hier haben wir, wie gesagt, den ultimativen Charge. Kame. Big Bang. Ein Konter, aber wir müssen uns ja noch aufladen. Okay, das haben wir und ich glaube, das Kame war das jetzt, ne? Genau, und das Kame. Aber wir können, wie gesagt, gleich noch verwandeln. Muss es gucken, genau, okay, bei 3. Das ist auch das Coole, ich weiß nicht, ob ihr das gerade gehört habt, ich hoffe es auf jeden Fall. Er sagt Super Gogeta, nicht Gogeta, sondern Gogeta. Richtig cool. Jetzt hat er nämlich gleich schon wieder andere Skates drauf. Wir müssen uns, wie gesagt, merken, 3 war das. 3 war das jetzt. Wir müssen gleich 4 Keypunkte haben, damit wir uns weiter verwandeln. Oh, ja gut. Und zack. Oh, das ist auch cool. Und also wir haben jetzt hier sozusagen gemixt aus Gogeta und Vegeto Skills, kann man so sagen. Wir gucken jetzt mal weiter. 3 Skills hatten wir es gerade, bei 4, ob er sich in Super Saiyan 2 verwandelt, weiß ich jetzt natürlich nicht. Nee, Super Saiyan Gott direkt. Aber ich kann nicht sagen, warum der jetzt hier keine. Aura hat. Das ist schon recht komisch. Bleibst du wo stehen? Ah, cool. Oh, 100, what? Okay, Ki auf normal wieder. Wir hatten gerade 4, ne? Ja gut, dann müssen wir noch ein bisschen. Genau, ich glaube 4 hatten wir gerade. Dann jetzt 5. Blue! Gogeta Blue! Ja, das ist schon cool, dass sie das so eingebaut haben, ne? Und er greift doch anders an, jetzt. Aber das haben die cool gemacht, also es ist ein cooler Mix.
Oh, das ist cool, dass er auch so rausschießt, weil in der normalen Version, da schießt er ja. Das ist auch cool. Gut, dann kann man das Ki wieder auf normal. Ich weiß ja nicht, ob er sich vielleicht noch in den Ultron-Stick verwandeln kann. So, wir hatten gerade 2, 4, 5. Ja, dann müssen wir jetzt 6. Evolution auch noch. Aber ich finde ein bisschen kacke, dass man sich. Oder dass man. Ja, wie gesagt, dass man da halt so ein bisschen. Ja, okay, das war jetzt unerwartet, dass er so eine krasse Attacke hat. Holy Macaroli, sieht das geil aus. Oh Gott, dafür muss ich gleich einen Screenshot machen, das sieht sowas von cool aus. Holy moly, das habe ich jetzt nicht gedacht. Der arme Trunks! Ah, das sieht schon cool aus. So, dann müssten wir jetzt hier. Oh. Okay, und ab da verwandelt er sich wieder zurück. Okay. Also etwa Gogeta Blue Evolution ist zum Schluss, oder? Sieht so aus, als ob das das Ende ist, oder? Gefahr. Kann natürlich sein, dass bei Gefahr er sich erst in den Ultron Stink verwandelt, wenn er das überhaupt kann. Na, okay, macht er nicht. Ja gut, okay. Aber geiler Mod. Hat mir jetzt schon richtig gefallen. Und oh, wir haben ganz schön lange gebraucht. Bisher schon 12 Minuten. Uiuiuiui. Wir haben noch gar nicht den coolen Mod, die krassen Mods gezeigt. Oder doch, eigentlich schon, der war schon der krasse Mod. Aber wir haben, wie gesagt, die drei Verwandlungen. Das Charaktere, 4, sorry, den, der kann, glaube ich, auch. Martin Gorn und Son Goku ist wieder Verwandlung. Einfach nur Verwandlung, die geil aussieht. Die sie wirklich richtig, richtig, richtig gut gemacht haben. Und das geht mir eben auf den Sack, dass man die immer so. So lange da einfach rumwischen muss, anstatt dass es einfach so beim letzten Mal stehen bleibt, aber nein. Aber egal, Gohan und Goku mit coolen Transformationen, die hatten wir auch schon mal. Die sollen aber angeblich, wie gesagt, geupdatet worden sein. Ob das jetzt gleich so ist, ob wir da gleich einen Unterschied sehen. Ja, mal gucken. Otto-san! Ich meine, die Transformation sieht geil aus. Aber einen Unterschied habe ich jetzt da nicht gesehen. Und dann haben wir, wie gesagt, auch für Son Goku. Aber ein Update sehe ich jetzt hier nicht. Also, dass die irgendwie jetzt anders aussehen. Oh, sieht das cool aus. Vor allem in der Aura finde ich das mega nice. Ja gut, dann haben wir die zwei auch. Dann lass uns zu den nächsten Verwandlungscharakteren kommen. Ja. Genau, Goku GT und den Black, den ersten. Und dann, wie gesagt, zum nächsten Part kommt der Son Goku, der übel nice ist. Ach, der Black. Er ist der Goku Super Saiyan, was laber ich? Der Black kommt gleich mit dem anderen Black. Ich glaube, der Goku Black, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob er sich fusionieren kann im Kampf. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Wie gesagt, ich will jetzt hier nichts Falsches labern. Aber der Goku hier, der hat auch eine mega coole Transformation.
Ja, der wird auf jeden Fall geupdatet, das sehe ich jetzt schon. Der wird auf jeden Fall geupdatet und das sieht echt geil aus. Dann haben wir den Goku aus dem Broly-Film. Wegen der Super Saiyan Gott-Verwandlung. Ja, okay. Ich meine, klar, die haben wir schon mal gesehen, aber. Aber sieht immer noch geil aus, meiner Meinung nach. So, jetzt kommen wir noch zu den zwei Blacks. Und im nächsten Part haben wir nur einen Mod, aber einen mega geilen Mod. Glaubt es mir. Noch Black und den anderen Black. Genau, dann haben wir, wie gesagt, tausende Gokus noch mit verschiedenen Outfits. Und wie gesagt, wir haben jetzt auch viele chinesische Mods, die wir schon mal gehabt hatten, die angeblich, wie gesagt, geupdatet worden sein sollen. Mal gucken. Mehr sage ich dazu nicht. Wir sehen das ja alles in diesem im Durchlauf, sage ich jetzt mal. Und wie gesagt, sobald das letzte Video hier von online ist, werde ich die Mod auch zum Download bereitstellen auf meinen Server in Discord. So, hier bin ich, wie gesagt, mir nicht mehr ganz sicher. Evil Soul Awaken. Ah, nur eine Luft. Ah. Ui. Ja, da kann man nicht meckern. Und was kann der so besser? Ah, der kann sich in eine Rosé verwandeln. Ja, das sieht cool aus. Ja, das waren so erst die Mods gewesen sein für dieses Video. Ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, welchen Mod ihr am besten fandet. Und bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall einen schönen Tag. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Und ciao, ciao.